Der Vulkan auf der Isla Nublar wird bald ausbrechen. Vorher müssen nur noch 28 Tiere heilen. Einigen davon geht's richtig schlecht. Die liegen bereits im Sterben. Ich hoffe also, ihr unterstützt mich hier bei meinem Vorhaben und wünsche euch auch viel Spaß. Ja, hey ho Leute, vielen Dank fürs Einschalten hier zu Jurassic World Evolution mit mir im Vorbundler vom Minenarbeit YouTube-Kanal. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin hier wirklich sehr stark beschäftigt, meine armen Dinosaurier zu retten. Aber es macht auch Spaß. Es wird auch Gott sei Dank wieder etwas heller. In der Nacht geht es kaum. Hier oben ist alles schon geklärt. Die Tiere waren sehr schwierig, aber ich habe natürlich auch mal die Automatik hier bemüht. Wir hatten ja insgesamt 67 Tiere zu betäuben, beziehungsweise zu impfen, ist besser gesagt. Betäuben tun wir die gar nicht. Einige sind leider auch schon inzwischen verschieden, haben das zeitliche gesegnet. Da kam jede Hilfe zu spät. Allerdings bin ich immer noch dabei, jemand Bestes zu geben. Ja, mit meiner bezaubernden Hilfe hier, die Stimme aus dem Hintergrund. Aber ich glaube, das ist ein dicker Brocken, der wird so einige Schuss vertragen. Das kann man nicht so doll da vorbeischießen. Aber siehst schon, das ist eine ganz schöne Aktion bei 67 Tieren. Oben habe ich noch einen Jeep unterwegs, der gerade sich noch um ein paar Tiere kümmert. Ein paar Apatosaurier, denen es richtig schlecht geht. Ich hoffe, er hat das hinbekommen. Ansonsten können wir auch nichts machen. Boah. Ja, das sind natürlich unglaubliche Tiere. Die wiegen ja 50 Tonnen oder sowas. So Brachiosaurier. Da können wir so einiges an Impfstoff reinstopfen. Nochmal von der Seite hier versuchen. Kontakt verweigert. Und nochmal von dieser Seite hier versuchen. Gute Arbeit. Den hätten wir. Nötige Behandlung verabreicht. Weiter im Text. Nur 23. Hier lief auch noch einer rum da vorne. Gar nicht wahr, ich habe das entdeckt. Ja, bisher muss ich sagen, mir macht diese Mission hier doch viel Spaß. Ich habe ja längere Zeit auch kein Jurassic World Evolution mehr gespielt. Wobei ihr trotzdem noch meine Serien auf dem Kanal findet, selbstverständlich, die ja auch noch an Aktualität nicht verloren haben. Da muss ich sehr gut noch anschauen. So, aber jetzt hätten wir es eigentlich hier. Ja, prima. Dann gehen wir wieder Vollgas und fahren weiter nach oben. Denn da, wie gesagt, liegen einige Apatosaurier noch im Sterben. Ich hoffe, das ist gerade noch gut gegangen. Wäre natürlich wirklich schade. Gerade Apatosaurier sind doch so süß. Nee. Ah, was ist denn das? Ein Kollege kommt. Prima, der hat seine Arbeit also abgeschlossen. Bin mal gespannt, welche Überreste wir da noch vorfinden. Blöde Vulkan. So, da rechts haben wir schon jemanden im Visier. Und da hinten liegen noch einige. Hier war das im Jahr, da liegen einige Apatosaurier auf dem Boden. Uiuiuiui, da gucken wir mal, dass wir das vielleicht noch schaffen. Nimm mal deinen Schwanz aus dem Weg. Ich will doch deine Kollegen retten. In Reichweite des Produkts. Gut gemacht. Uiuiui. Gesundheit war aber wirklich schon richtig weit unten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jedenfalls haben wir eben schon das Leben gerettet. Ich glaube, da lag noch einer dahinter, ne? Ah, er regt sich. Er regt sich. Komm, er braucht aber noch ein bisschen was.
Ach, da ist vorne. Achso. Ich habe gedacht, wo ist denn der Kopf? Immer noch im Boden? Nee. Falsch rum. Ah, dahinter. Guck mal. Der Dinosaurier ist tot. Oh. Mensch, schade. Aber einen haben wir retten können. Und da sind ja noch zwei Apatosaurier. Sichtkontakt mit dem Produkt. Ja. Ein Schuss wieder noch. Gut. Behandlung verabreicht. Ah, tut mir leid, dass ich das eine hier nicht geschafft habe. Gut. Da hatte der seinen fetten Hintern halt noch im Weg. Was soll ich machen? So, was ist denn hier? Viel Gestrüpp. Sehr lästig. Kann man nichts sehen. Da müssen wir eventuell die Automatik nochmal... die Automatik nochmal verwenden. Ja, der haut jetzt sofort ab. Oh. Ach, schade. Also nichts wie hinterher. Man kann das auch mit sehr viel Geduld spielen. Ne? Also ich möchte natürlich jetzt, dass es hier in der Folge etwas weitergeht und wir nicht so viel Wartezeit haben. Aber eigentlich braucht man vor dem Vulkanausbruch jetzt keine Angst zu haben. Der ist ja, das ist ja alles geskriptet. Da wird jetzt nichts passieren in dem Sinne. So, der ist schon gesund. Ja, das war wohl der andere Jeep. Hier können wir vielleicht nochmal versuchen. Ja, man könnte sich auch an so Futterstellen positionieren. Ich glaube, den haben wir jetzt auch erledigt, ja. Und einfach mal mitten auf dem Feld so ein bisschen stehen bleiben und warten, dass wieder ein Tier vorbeizieht, also... Oh, na, lass mich in Ruhe. Ey, geh weg. Na, toll. Dumm sind sie auch noch. Flüchten, da ist ein Verletzter. Vielleicht können wir sie auf der anderen Seite abfangen. Irgendwo waren hier auch noch Ankylosaurier da vorne. Wir nehmen halt, was uns so vor die Flinte läuft. Wir rennen jetzt nicht den einzelnen Tieren hinterher. Dies finden wir vielleicht später nochmal und dann, was wir die schon, also die Impfung, die wir schon verabreicht haben, die entfällt dann nicht. Die bildet sich nicht wieder zurück. Das bleibt dann so. Ja, so wie hier, ne, ist so weit weg, da kommen wir nicht mehr. Da kommen wir nicht mehr hinterher. Und vorne ist doch noch einer. Schön am Fressen, seht ihr, Futterstelle. Na. Oh, lässt du mich wohl in Ruhe? Ey, ich will dir doch nur helfen. Unser Lieblingssprunghügel. So, ah. Ist der, den wir schon hatten. Noch ein und das war's doch wohl. Produkt jawohl. Vollständig behandelt. Noch 16 Tiere. In Reichweite des Produkts. Ja, die verschwinden alle im Wald. Da brauchen wir Geduld. Knöpfen uns mal lieber die Herde da vorne. Vielleicht können wir da schon einige Tiere nacheinander mal mit dem ersten Schuss Sichtkontakt mit Produkt. Animpfen sozusagen. Komm, du kannst auch noch einen vertragen und direkt noch einen, solange du da so schön stehst. Ja, komm, ruhig. Wir sind hier fertig. Was? Wir sind überhaupt nicht fertig. Produkt entdeckt. Ach, das ist jetzt natürlich überhaupt nichts. Produkt identifiziert. Ziel abgeschlossen. Ja, schön. Das war der da vorne, ne? Den haben wir erledigt. Ja gut, da füllen wir da auch mal schon die Futterstation nochmal auf. So. Es gibt ja richtig viel zu tun hier. Na, bleib stehen. Was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich jetzt plötzlich hier meiner... Wieso bin ich jetzt plötzlich hier zu Hause gelandet? Ich habe nichts gemacht. Oh, Leute. Ja, okay.
Kinders, das wird jetzt sowieso etwas, ja, ich würde nicht sagen langweilig, ne, aber es ist schon recht knifflig und zeitaufwendig, deswegen werden wir doch die Automatik, vielleicht war das jetzt auch der Wink mit dem Zaunfall, dass ich die Automatik mal wieder häufiger verwende, dass wir hier, oh, zum Beispiel auch nochmal ein bisschen Futter auffüllen und noch die hier mal ein paar Tiere auswählen. Und den zweiten Jeep auch mal beschäftigen mit ein paar Sachen. Hier zum Beispiel. Das müssen wir ja schon machen, je nachdem wie lange das jetzt hier alles noch dauert, dass hier nicht das Futter ausgeht und dann die ganzen Tiere wieder ausbrechen. Ich glaube, jetzt im Moment ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Da ich nicht glaube, dass das jetzt noch mit der Mission irgendwas zu tun hat, wenn die jetzt ausbrechen würden. Aber ich möchte es ja trotzdem vermeiden. Wir schauen auch hier, was es noch zu forschen gibt. Wir haben hier noch ein Gehege und ein Gebäude-Upgrade. Zum Beispiel, ja, das Ausfallschutz 2 ist vielleicht gut. Vielleicht können wir das noch gebrauchen. Geht ja noch weiter. Wir müssen ja die Tiere retten. Und dann kommen wir ja auch erstmal in die Zuflucht. Das ist also eine ganz neue Insel. Boah, hier ist was los, Leute. Zu allem Überfluss sind mir jetzt die Stegomoloch noch ausgebrochen. Zaun ist repariert, aber im Grunde ist es egal, die können jetzt im Grunde hier langlaufen, wie sie wollen. Ich muss noch 2 Dinosaurier heilen, die gucke ich mir mal eben an. Da ist leider auch einer verstorben, naja, egal. Bisschen Verschnitt ist immer. Und genau hier oben sind noch 2 Trikes, die uns fehlen. Ich denke mal, da werde ich schon mal den Jeep hinschicken. Kein Problem, lege weitere Aufgabe fest. Und ich schaue mir hier mal an, ob der Helikopter seine Arbeit verrichtet. Ja, und da sieht ihr mal, das hat jetzt alles überhaupt keinen Sinn hier oben. Die nächsten, ja, jetzt sind halt nur noch 2 im Gehege. Der dritte kommt dazu, der vierte fehlt. Wahrscheinlich ist er inzwischen auch irgendwie verstorben. Ja, und die Zäune sind auch schon wieder kaputt da vorne. Ich denke mal, das ist nicht so schlimm jetzt. Sobald wir die Dinosaurier alle geheilt haben, wird es in der Mission wahrscheinlich weitergehen. Hoffe ich mal sehr. So, da hinten sind die beiden Kandidaten. Komm. Nähern uns Produkt. Guter Schuss. Danke. So, sind wir wieder hier bei den Trikes. Ich hatte zwischendurch ja auch nochmal einen Ranger hingeschickt. So, das reicht doch wohl hoffentlich bei dir. 3 Schuss. Oder waren es 4? Inzwischen weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich bin und was ich machen muss. Noch einer. Da vorne rennt er im Busch rum. Wir sind ganz geduldig. Ah! Drehst du einfach ab hier. Ah! Nicht wieder aus dem Wagen schubsen. Keine infizierten Dinosaurier. Wow! Ich wusste, dass auf sie Verlass ist. Ja, Claire. Die Dinosaurier sind bereit. Leider haben wir nicht genug Transporthelikopter, um alle Dinosaurier mitzunehmen. Ach, das sagst du uns jetzt. Wir wussten um diese Möglichkeit lange, bevor sie eine zweite Chance auf Isla Nublar verlangt haben. Oh Mann. Ich mag keine schweren Entscheidungen, aber Sie, Claire, fordern sie geradezu ein. Und jetzt sind wir hier. Also retten Sie Ihre Dinosaurier. Das war also auch nur ein weiteres leeres Versprechen von Cabot Finch. Egal. Wir retten so viele wie möglich. Hören Sie, Claire, mir sind die Hände gebunden. Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Sibo so schnell ausbrechen würde. Aber immerhin können wir ein paar von ihnen retten. Wir sollten wenigstens auf die Vielfalt achten. Bitte versuchen Sie, eine Vielfalt an Dinosauriern zu retten. Gut. Die Wahl liegt jedoch bei Ihnen. Und die anderen? Überlassen wir ihrem Schicksal, so weh mir das auch tut. Es tut mir leid, aber so ist die Situation nun einmal. Einige Dinosaurier werden erneut aussterben. Ach ja, das werden wir schon hinbekommen. Wir haben die schon mal gentechnisch irgendwie erzeugen können. Das werden wir nochmal schaffen. Na gut, dann können wir ja auch aussteigen. Wir werden ihr natürlich den Gefallen tun, auch 8 verschiedene Arten zu retten. Nicht nur einfach 8 Dinosaurier. Und ich denke mal, da suchen wir mal ein paar schöne aus, die vielleicht nicht so problematisch sind. Vielleicht Ankylosaurier. Pass mal auf, wir holen den Helikopter mal her. Aufgabe erhalten. Und nehmen noch einen Trike hinterher. Auf jeden Fall. Das sind sowieso schon 2 meiner Lieblingstiere. So, Brachiosaurier gefallen mir auch. Deswegen nehmen wir die auch mit in die Zuflucht.
Dann gehen wir mal weiter runter, was es hier noch so gibt. Ja, wie gesagt, keine so... Ja, klar, der Carlo und der Barry. Ich denke mal, der... Bestätigt. Der sollte mitkommen. Und... Dann nehmen wir auch... Ja, die Stigis, die können mir jetzt mal gestohlen bleiben. Die Sinoceratops sind dem Triker zu ähnlich. Den brauche ich jetzt im Grunde auch nicht. Die Stegos sind... Naja, die sind anspruchsvoll. Die brauchen eine große Herde. Das bedeutet, wenn wir die in der Zuflucht irgendwo aussetzen müssen, dann müssen wir da auch wieder viele zusätzliche Tiere erzeugen. Mal schauen, ich weiß ja noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal auf Nummer sicher hier. Und irgendwie sind in unserem Hauptgehege, unserem ersten Gehege, überhaupt keine Tiere mehr drin. Eben waren aber noch welche da. Es sind ja nur ein paar Stiege. Ach, inzwischen sind sie... Wieso wurde das nicht repariert? Ich habe doch den Ranger dahin geschickt. Naja, das kann man jetzt immer sagen, ne? Ach du meine Güte. Ja, dann werden wir hier mal den Zaun reparieren. Also ich habe den Eindruck, ich habe hier in dieser Mission mehr zu tun als in der ganzen Kampagne des Spiels. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals so in Stress war wie hier jetzt. Naja, es ist jetzt im Grunde kein Stress mehr. Ich denke mal, wir sind schon ganz auf dem guten Weg. So, der fliegt auch schon zurück zum nach unten. Dann können wir ihm auch schon neue Aufgaben geben. So, das ist, glaube ich, unser letzter Gallimimus. Alle anderen, ja, finde ich irgendwie nicht mehr. Und wir können auch schon mal die ersten Transporter holen. So, Anki. Dinosaurier retten. Jetzt ist er uns gestorben. Ist der Trike gestorben, den wir holen wollten. Aufgabe erhalten. Komm, dann nehmen wir noch ein paar Parasaurolophus mit. Einverstanden. Retten den Brachiosaurus. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Den Baryonyx. Produkt muss eingesammelt werden. Carnotaurus. Gallimimus. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Und mit diesem Coriososaurus haben wir die letzte Art, die wir retten werden. Zusammen. Ich hole schnell das Transportteam. Ich sage, dass wir den retten wollen. Und dann kann die Mission endlich weitergehen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ich wollte sie alle retten. Doch stattdessen habe ich das Gefühl, Isla Nublar mit einer weiteren Niederlage zu verlassen. Diesmal leiden die Dinosaurier. Dabei sind sie genauso unschuldig wie die Gäste. Wir haben getan, was wir konnten. Ohne unsere Mühen wären alle Dinosaurier auf Isla Nublar erneut ausgestorben. Das waren aber nur 6 Helikopter und nicht 8. Das ist die Zuflucht. Ein Ort, an dem die Dinosaurier in Sicherheit sind. Hier können wir von vorne anfangen. Und dank allem, was wir gelernt haben, eine Umgebung schaffen, in der sie aufblühen können. Ich hoffe, Sie sind bereit. Ich bin es. Oha, wir sind wer auf hat einer... Wer bezahlt? Hoffentlich nicht ich. Na, ich wir nicht. Doch, einig, ich musste 15 Euro bezahlen für das DLC. Dass in der Zuflucht die Dinosaurier an erster Stelle stehen. Immer. Ja, das sagst du immer, ja klar. Claire, zu 100%. Eine Frage hätte ich jedoch. Wie soll die Sache ins Rollen kommen? Und wann wird sie Profit abwerfen? Das sind 2 Fragen, aber sie sind wichtig. Ich habe schon einen Plan. Und wann erfahre ich den? Das sind 3 Fragen, Fitch. Öffnen Sie Ihre Augen. Es hat bereits begonnen. Das ist mal wieder sehr schön eng hier. Ich weiß auch nicht, warum sie es so machen. Warum haben sie nicht mal ein bisschen... Also jetzt muss ich doch etwas meckern, wenn das jetzt hier die Zuflucht ist. Okay, es wird uns ausreichen letztendlich. Aber mein Gott, warum hört man nicht auf die Fans? Also die Maps sind sowas von unverschämt winzig. Ich habe da nach wie vor keine Erklärung für, Kinders, warum die das so machen.
Offiziell ist das immer wegen der Performance oder sowas, damit es auch auf schlappen Rechnern läuft. Ach, jo, nee, aber gut, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen umgesehen hier. Hammond Foundation Gebühr. Die Hammond Foundation streift einen Teil ihrer Einnahmen ein. Auch das noch. Diese Gebühr erhöht sich mit den Einnahmen ihrer Insel und verringert sich nie. Oha. Auch ein bisschen aufpassen, wa? Das ist bittersüß. Bittersüß? Ich wünschte, wir hätten mehr retten können. Doch sie haben so viele gerettet wie möglich. Dank ihnen haben die Dinosaurier immer noch eine Chance. Ja, komm, Claire, jetzt habe ich auch mal ein Date verdient. Wollten sie jemals etwas, das sie gesagt oder getan haben, zurücknehmen und von vorne anfangen? Ich schon. Dieser Ort, diese Zuflucht, fühlt sich wie ein Neuanfang an. Eine Chance, die Dinge vielleicht nicht richtig, aber besser zu machen. Hm. Bereiten Sie den Park auf die Ankunft der geretteten Dinosaurier vor, seht ihr? Huh. Okay, 8 Arten, 8 Gehege. Ja, und ich zähle auf Ihre Hilfe. Die Helikopter kommen mit den ersten Dinosauriern von Isla Nublar. Wir müssen Gehege bauen und uns um all ihre Bedürfnisse kümmern. Die Helikopter sind gleich da, Claire. Sie werden die Dinosaurier auf der Insel absetzen. Ich hoffe, Sie haben Pläne, um die Zuflucht darauf vorzubereiten. Schon dabei, Finch. Um jeden Preis. Nein, bitte nicht um jeden Preis. Okay, ja Kinder, ach du meine Güte, ja. Aber wir können wieder etwas bauen. Was haben wir an Geld? 7 Millionen. Das sollte für den Anfang reichen. Was brauchen wir vor allem? Energie. Und ihr seht mal, ich stecke mir jetzt einfach mal schön gerade im rechten Winkel irgendwelche Flächen ab. Und werde jetzt hier... Ah, wir brauchen dringend ein Gehege mit Labor. Pass auf, dann machen wir das mal auf die beste Art am Anfang, ohne groß Firlefanz. Dann ziehen wir hier schnell... Oh mein Gott, ich hasse das, dass ich mich jetzt so beeilen muss. Machen wir so ein kleines Anfangsgehege. So, und dann können wir hier zum Beispiel mehrere Gehege anschließen. Ganz wild erstmal hingeklatscht, damit wir irgendwie hier zurande kommen. Strom haben wir nicht, das ist klar. Das beunruhigt uns jetzt aber auch nicht weiter. Ist doch gar nicht so schlecht, wenn ich das hier so hinbekomme. Haben wir auch ein paar kleinere Dinosaurier. Ich glaube, das ist ein bisschen eng hier. Das ist ein schönes, großes Gehege. Da könnte vielleicht der Brachiosaurus rein. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die Arten ja auch verschiedene Ansprüche haben. So, und dann können wir hier vielleicht... Ja, das ist zu eng hier, aber hier könnten noch was hin. Warum ist das hier nicht möglich? Da ist irgendwas im Weg. Einer von den neuen Bäumen. Ja, toll. Ha, furchtbar. Diese Kollisionsgeschichten hier in dem Spiel. So, 1, 2, 3, 4. Corionto und Gallimimus können wir alles in ein Gehege tun. 1, 2, 3 Arten. Die Trikes vielleicht sogar auch noch dazu. Brachiosaurus und dann kriegen wir hier noch irgendwie was anderes unter. Auf der anderen Seite könnten wir mal ein Fleischfresser noch, Fleischfressergehege bauen. Vor allem haben wir hier einen Bereich, wo wir die Tiere erstmal freilassen können, wenn wir noch mehrere von einer Art brauchen. Und die wir dann hier in die einzelnen Gehege verteilen. Oh komm, bitte lass das Tor dahin passen. Ja, das geht noch. Ja, keine schlechte Idee, oder? Das könnte ich nochmal später... Ah, ich sehe da schon wieder ganz coole Sachen. Das ist jetzt furchtbar hingefuscht. Also eigentlich... Ja, aber ist halt noch 16 Sekunden Zeit. Komm, hier kommt ein Fleischfressergehege hin. Wir brauchen allerdings 2. Stimmt, die müssen ja auch wieder getrennt sein. Der Carnotaurus braucht ein großes Gehege. Der kriegt das mal hier.
Denke, das reicht. Die ersten Dinosaurier sind gleich da. Sorgen wir dafür, dass sie ihr neues Zuhause finden. Geben Sie mir zwei Minuten. Das GPS-System. Der hat fast so eine schmutzige Lache wie ich. Nee, hör mal, noch zwei Minuten. Das ist ja super. Dann können wir die alle noch etwas auszögern. Das ist gut. So, dann kommt hier nämlich noch der Baryonyx daneben. Der kriegt ein ähnliches Gehege. Ah, oh, das ist ja super. Nee, das ist okay. Dann kriegen wir das jetzt ganz gut gepeilt hier. So, hier soll der Anki rein. Ja, komm, bring ihn ruhig her. Der kann hier landen. In der Zeit sind wir auch fertig mit dem Gehege. Perfekt. Zwei Futterstellen. So, wer kommt denn als nächstes? Der Brachiosaurus. Ja, der kann ruhig auch schon ankommen. Produkt wird eingesammelt. So, auch schon die passende Futterstelle aufgebaut. Wo bleibt er denn? Und dann kommt auch schon der Baryonyx. Au, au, au. Komm, den nehmen wir auch direkt mit. Machen wir da gleich in grün, das passt schon. Muss nur immer auch checken, ob das ja kommt. Her damit, dahin. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Produkt transportiert. So viel Sumpf. Produkt wurde zugestellt. Wow, Leute, und ihr seht, ich muss schon richtig eingreifen. Denn dem Brachiosaurus gefällt's nicht bei uns. Nein, der möchte ein größeres Gehege haben, habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Mit mehr Wald. Die nächsten Dinosaurier sind gleich da. Auch das noch. Es geht immer munter weiter hier. Ja, wie ich mich sonst noch schlag, Leute, da könnt ihr dann sehen in der nächsten Folge. Ich denke, für heute reicht es erstmal. Ich muss mich auch mal etwas erholen, mal ein bisschen durchatmen. Etwas mehr Wald, auch noch pflanzen. Und dann ist der hoffentlich zufrieden. Und ich kann mich in Ruhe bei euch verabschieden und vor allem auch bedanken für eure Unterstützung und dass ihr so lange zugesehen habt. Und er sieht auch schon wesentlich glücklicher aus. Okay, prima. Ich bin auch glücklich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, Leute. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen.